Und herzlich willkommen zu einer neuen Wortvorstellung. Heute mit dem Prona T680 Drehschimmelanhänger aus dem Hause TWD Modding, beziehungsweise genauer gesagt Rick Black Labele und oder Labele, wie auch immer, und Noah 1735. Ist 22,42 MB groß in der Version 1 und nur für PC und Mac zu erhalten. Haben wir hier einmal eigentlich ein ganz schöner Hänger. Wir haben einmal 16.120 bzw. 822 im Leasing, also ungefähr Literpreis, kann man so ungefähr benennen. Wir können die Hauptfarbe ändern, einmal im Prona Red in den Prona Black, das werdet ihr gleich sehen. Die Hauptfarbe ist nämlich die Farbe des Rohrs, was ihr hin, das Überladerohr, was ihr hier ändern könnt, beziehungsweise, nein, gar nicht, jetzt muss ich lügen. Jetzt muss ich tatsächlich lügen, weil ich war der Annahme, nein, ich muss gleich nochmal gucken. Die Designfarbe ist die Plane, die geht einmal in Rot, dann in dem Loma Green, in Fortschritt Grey und in Kröger Yellow. Dann können wir einmal die Reifen ändern, und zwar Trelleborg, Michelin, Lizard, BKT. BKT gibt es nochmal zwei Varianten und Friedestein. Und wir können das Design in Rot-Grün, in Schwarz-Grün und in Rot-Weiß ändern. Was diese Hauptfarbe hier zu bedeuten hat, kann ich euch in dem Sinn nicht sagen. Weil selbst wenn ich das jetzt hier umkonfiguriere, beziehungsweise ohne das Überladerohr, wir konfigurieren hier das Gestell mit diesem Design. Also ich kann es euch nicht sagen. Wenn mir bitte, wenn das jemand weiß, schreibt es ja bitte in die Kommentare rein. Das wäre sehr freundlichst. Ansonsten, wir können so den Hersteller nicht ändern, wie gesagt, nur die Farben des Herstellers des jeweiligen können wir hier ändern. Wenn wir jetzt einmal hier reingehen, gucken wir einmal hier, Schläuche sind verbaut und sowas. Wir haben hier polnische Aufkleber bzw. Beschriftungen, das heißt, man kann vermuten, dass das ein polnischer Anhänger ist. Wenn man jetzt an die Textur guckt, das sieht irgendwie ein bisschen speziell aus, muss ich sagen. Das sieht so aus, als ob es nicht richtig fertig gemacht ist, ob das so Dellen sein sollen oder was auch immer. Es sieht teilweise ein bisschen komisch aus. Wir haben hier T680 Prona, das sieht soweit auch gut aus, ne? Also ganz kleine, vielleicht unschärfer, aber sonst sieht es okay aus. Wir haben hinten ein deutsches Kennzeichen dran, wir haben die Seitenbegrenzungen, wir haben einen Kornschieber und Leuchten, Rückleuchten. Das war soweit rund um den Hänger erstmal, ne? Wir haben unten drunter, so wie das aussieht hier, noch einen Drucklufttank oder irgendwas, was auch immer das hier sein soll. Vielleicht auch einfach nur für den Reifen. Ihr werdet es mir sagen, sozusagen. Wir haben ja noch eine Leiter, die kommen wir so weit hoch. Ne? Wir haben hier eine Plane. Die hat logischerweise keine Kollision, also wir können dann hier rein. Aber die Plane, die sieht soweit auch gut aus. Dann machen wir einmal den hier. Haben wir nämlich die Schnecke hinten dran. Die Chanagro-Schnecke. Wenn wir da nochmal auf die Texturen gucken, die sieht relativ gut aus, muss ich sagen. Ja, zu dem Überladen kommen wir gleich noch, wenn wir einmal noch die Plane angucken hier. Ne? Also das sieht ziemlich gut aus. Jetzt, ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen was rausgefunden, und zwar, wenn, nee, ist Quatsch, ich lasse es lieber, ist alles gut, beziehungsweise das mit der Farbe, schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Wir können die Befüllung starten, und das machen wir jetzt auch mal, wir füllen jetzt hier mal Weiß rein, ich stehe schon wieder daneben, aber ist egal, solange es geht, ist es ja in Ordnung. Er füllt nur 14.000 Liter, das kann ich euch jetzt nicht sagen, wieso. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Vielleicht ist ja auch noch was falsch eingestellt. Oder das sieht auch so aus, als ob der relativ voll ist hier. Ne? Und ihr habt ja gerade gesehen, es waren 60.000 Liter, die ich hier auffüllen hätte können. Inwieweit das jetzt schon wieder falsch ist, ich kann es euch jetzt nicht sagen. Fakt ist, dass wir jetzt erstmal in die Nacht reingehen, bevor wir hier was anderes machen. Und einmal Lichttest machen. Und zwar, da haben wir einmal hier hinten unten die Beleuchtung mit Grenze. Wir haben sonst hinten keine weitere Beleuchtung. Auch keine Arbeitslichter. Wir haben Blinker links, rechts und beide. Wir haben keine Rundumleuchte, was auch selbstverständlich so sein sollte, zumindest im Normalfall. Und ja, wir können die Abdeckung schließen. In welchem Sinn, wie gesagt, in welchem Sinn das hier steht, dass es hier sich nicht aufhören lässt, fragt mich nicht. Möglicherweise wisst ihr es. Wir können natürlich weiteres mit O auch ein Rohr bzw. das Rohr ausfahren. Dafür habe ich hier drüben mal was vorbereitet bzw. meinen Hänger hingestellt und machen das Ganze mal mit O auf. Ihr seht, das Rohr geht zur Seite und der ganze Spaß kippt sich nach hinten hoch.
Das müssen wir natürlich nur noch hinkriegen. Moment, das versuche ich jetzt mal ziemlich akkurat hier. Und zwar einmal hier ranzufahren. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Und dann können wir hier abladen. Einmal geht es so zum Abladen. Wir können mit der rechten Maustaste noch hier die Höhe des Rohrs verstellen. Ihr seht da hier unten, bewegt sich die Kurbel mit. Das ist eine sehr schöne Sache. Das sieht auch gut aus. Ne, also das ist soweit in Ordnung. Wenn wir jetzt das Rohr einmal wieder einfahren, beziehungsweise so ranfahren, das geht jetzt logischerweise bei dem, bei diesem Hänger hier nicht. Mit der Abkippseite ändern oder so ich was. Das werden wir dann gleich nochmal, ach, jetzt fahre ich doch vollkommen falsch. Das werden wir gleich nochmal mit dem anderen hier ausprobieren. Hängen wir den einmal sehr schnell ab und fahren dann hier nochmal zu dem hin. Hängen den nochmal gescheit an. Machen hier nochmal N. Und füllen bei dem noch was auf. Ihr seht, 45.937. Also ihr seht, bei dem mit Rohr geht's aus irgendeinem Grund nicht. Ja, hier füllt alles auf zu 100%. Das sieht auch gut aus. Wir können hier mit der rechten Taste ebenfalls was ändern. Das werde ich jetzt aber auch gerade sehen, was das ist. Ne, okay, das ist noch von dem Rohr, alles klar. Also das ist jetzt noch irgendwie auch noch nicht so ganz fehlerfrei. Also ich würde sagen, der darf gerne noch überarbeitet werden. Wir können hier natürlich nach links abkippen. Das sieht auch gut aus. Wir können mit U können wir natürlich auch nach rechts abkippen. Das sieht auch gut aus. Das glitscht hier so ein bisschen in die Reifen rein, aber das ist noch relativ in Ordnung. Wenn er sich jetzt wieder geschlossen hat, können wir natürlich auch hinten abkippen. Und da macht sich auch die Seite auf und machen wir nochmal schnell I, weil ich sehe ja, es gibt noch einen Kornschieber und den wollen wir auch nicht, vernachlässigen und da kommt dann der Rest über den Kornschieber raus. Das sieht auch gut aus. Also funktionieren tut er hier. Allerdings ein bisschen verwirrend die Konfiguration. Schrägstrich das Füllvolumen von dem einen hier drüben. Also man könnte vielleicht nochmal eine Überarbeitung ran. Die Lok ist soweit sauber, ne? Also da gibt es jetzt keine Probleme. Aber ich kann es euch jetzt nicht sagen, in welcher Hinsicht der diese Probleme hat. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr findet den Download-Link in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.